her. Wir haben uns schwer getan, Zugriff zu finden, ohne allerdings klare Torchancen zuzulassen. Aber das war nicht erstmal mehr ein Hinterherlaufen. Dann wurde es immer mehr ausgeglichen. Ich denke, dass wir dann sogar die größeren Chancen hatten im Laufe der ersten Halbzeit. Aber am Schluss war so ein Spiel hin und her, ein typischer Pokalfight. Und am Schluss, ja, die glückliche Mannschaft hat gewonnen. Ich denke, nicht unverdient, aber umgekehrt, hätte Elversberg das Spiel gewonnen, wäre sicher auch nicht unverdient gewesen. Von dem her freuen wir uns und fahren mit dem neuen Gefühl eines Auswärtssiegs nach Hause. Ja, Dankeschön an den Gästetrainer. Horst, ich übergebe Mikrofon an dich. Ja, Thomas, erstmal Gratulation nochmal offiziell Dankeschön. An dich und deine Mannschaft und deinen Verein. Wie Thomas schon beschrieben hat, haben wir ganz gut losgelegt und haben schon gute Angriffe immer wieder fahren können. Dann hat Thomas das clever gemacht, indem er dem Torwart mal eine Verletzungspause gönnte und eine taktische Besprechung abhielt, um darauf einzugehen, das etwas anders dann zu gestalten als vorher. Und dann war es eher ein ausgeglichenes Spiel, was dann wirklich auch hin und her ging. Und Möglichkeiten waren jetzt nicht so zahlreich, wie wir das eigentlich uns wünschen und erhoffen. Aber letztendlich haben wir gegen Bundesligisten mega dagegen gehalten, auch in der zweiten Halbzeit ein offenes Spiel, glaube ich, gesehen, wo in beide Richtungen sicherlich immer wieder mal Torgefahr entstanden ist. Wir hatten mit dem Lattentreffer sicherlich noch die größte Chance des Spiels und dementsprechend bin ich der Meinung, dass wir ein bisschen mehr Torchancen erspielt haben und dementsprechend auch den Sieg verdient gehabt hätten. Leider ist es so nicht gekommen. Müssen wir einfach akzeptieren. Es gab eine Standardsituation zu viel, die wir da kassiert haben und dementsprechend auch immer die Torgefahr auch über Standards von Bochum. Das war schwer zu verteidigen bei den ganzen großen Spielern, die der VfL dann eben auch hat und die auch die Freistöße einfach gut schießen können. Da merkt man einfach die Bundesliga-Qualität, die da ist. Wir haben am Ende dieses Quäntchen Glück, was wir brauchten, um in Führung zu gehen vielleicht, und diese Euphorie dann im Spiel beizubehalten, nicht ganz so gehabt, aber letztendlich, was die Mannschaft kämpferisch geliefert hat, wie sie sich versucht hat, immer wieder fußballisch zu lösen gegen eine Bundesliga-Mannschaft, muss ich einfach sagen, das war ganz toll gespielt. Es fehlte das Ergebnis am Ende und dementsprechend sind wir alle traurig über das Ergebnis jetzt, dass wir nicht weiter im DFB-Pokal vertreten sind. Das nervt und macht uns auch ein Stück weit unglücklich, aber ich glaube, wenn wir ein paar Minuten vergehen lassen oder vielleicht auch mal eine Nacht drüber schlafen, dann wissen wir, was wir für ein tolles Spiel heute gemacht haben und dementsprechend wird dann in den nächsten Tagen sicher eher der Stolz über die gebrachte Leistung überwiegen. Dankeschön. Ja, Horst, Dankeschön auch an dich. Fragen dürfen Sie jetzt gerne stellen. Genau, Mikrofon geht rund. Genau. An den Herr Letsch, sehr gut erkannt, erste Halbzeit, diese seltsame Unterbrechung. Betreuer geht schon illegalerweise ans Tor, wurde auch zurückgeschickt und sagt dann, er soll sich hinlegen. Kevin Coffey hat es auch noch gehört und moniert. Hat man sowas als Bundesligist wirklich nötig, sowas zu machen? Also ganz so ist es jetzt auch nicht, wie Sie es beschreiben. Im Endeffekt, wenn der Spieler ein Problem hat, und deshalb ein Physiotherapeut rübergeht und dann der Spieler kurz behandelt wird, wären wir blöd, wir würden die Zeit nicht nutzen. Also so ist es jetzt auch nicht. Und ich glaube auch nicht, am Schluss haben wir die Phase genutzt, das ist richtig. Und es war auch wichtig, so eine Phase zu nutzen, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir uns deshalb jetzt Vorwürfe gefallen lassen müssen. Also der Kevin Coffey, Stürmer von Elversberg, kennen Sie vielleicht, der hat das gehört, dass der Betreuer gesagt hat... Also ja, wenn er verletzt ist, ist ja logisch, dann kann er ja nur richtig behandelt werden, wenn er liegt. Sonst wird er das Spiel nicht unterbrochen. Also der Spieler ruft dann den Betreuer, dass diese kommunizieren können, dass der Spieler sagt, dass er verletzt ist. Ich weiß nicht genau, auf was Sie jetzt raus wollen. Ja, das ist schon eine komische Situation, dass ein Bundesligist so eine Nummer zieht. Also gut, das ist Ihre Meinung, lasse ich einfach so stehen. Ja. Hat ja auch nichts gebracht dann taktisch. Ne? Interessant wäre es gewesen, wenn in der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit, das Tor gefallen wäre wegen der Unterbrechung. Aber ist so, alles gut. So, wir hatten noch eine Wortmeldung hinten in der letzten Reihe.
Markus Rensinghoff, Watz Bochum. Jetzt unabhängig von der Frage, Sie wirken auch gerade nach dem Spiel nachdenklich, auch jetzt eher angefasst und nachdenklich. Haben Sie das sich freuen verlernt nach den schlechten Spielen, die Ihre Mannschaft bisher gezeigt hat? Nein, also ich weiß nicht genau, wie es Ihnen geht, aber es sind 90 Minuten Pokalfight hinter uns. Und da ist man als Trainer wie als Spieler etwas angespannt. Und ich muss jetzt hier nicht rumtunnen oder irgendwas. Ich freue mich natürlich. Und wir freuen uns alle, dass wir gegen eine sehr starke Mannschaft aus Elversberg uns heute durchgesetzt haben. Eine Mannschaft, die in letzter Zeit kein Spiel verloren hat oder wenig Spiele verloren hat und dazu auch noch Bayer Leverkusen aus dem Pokal gekegelt hat. Und dementsprechend freuen wir uns. Das Spiel heute war ein Fight. Und in so ein Spiel sich reinzubeißen, das ist nicht so einfach. Und deshalb sage ich, man kann kritisieren für die Art und Weise und dass Elversberg zu Beginn uns vor Probleme gestellt hat. Aber unterm Strich haben wir das Spiel gewonnen. Und darum geht es im Pokal. Und Sie können sicher sein, dass ich mich freue. Aber ich freue mich auf meine Art und jeder freut sich ja auf seine eigene Art. Herr Letsch, eine Frage zu einer Szene in der ersten Halbzeit, als man ja noch was sehen konnte. Da gab es im Strafraum ein klares Foul an Holtmann, das haben auch die Fernsehaufnahmen von Sky belegt, also ein klarer Elfmeter. Wie haben Sie die Szene gesehen oder haben Sie die zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr gesehen? Doch, zu dem Zeitpunkt habe ich noch gesehen. Also muss ich schon sagen, dann hinten raus die letzten 20 Minuten war es schwierig, was zu sehen, was etwas weiter weg war von der Trainerbank. In der Situation, ich habe es auch gehört, ich dachte Elfmeter, aber man sitzt ewig weit weg. Mir wurde dann nur auch bestätigt, dass es wohl ein Elfmeter war. Es gibt kein Fahr. So gesehen müssen wir die Situation akzeptieren und es ist müßig, darüber zu diskutieren. Bild-Zeitung Max Backhaus. Herr Letsch, Glückwunsch zum Sieg. Mich würde interessieren, was Sie von heute mit nach Bochum nehmen für das Spiel gegen Union. Also zunächst mal nehmen wir mit, dass wir es geschafft haben, ins Achtelfinale einzuziehen. Und das war das primäre Ziel. Und jedes Spiel, das man gewinnt, zieht man logischerweise Selbstvertrauen raus. Das muss helfen, das ja, zu sehen. Und nochmal, wir reden von einer Mannschaft, die in der dritten Liga auf Platz 1 steht und die eine hervorragende Saison spielt und zu Recht auf dieser Position steht. So, und das Zweite ist, wir haben uns in dieses Spiel reingebissen. Es war alles andere als einfach. Es war auch klar, was auf uns zukommt. Und das haben wir geschafft. Und das muss uns auch das Gefühl geben, dass wir es geschafft haben, uns in dieses schwierige Spiel reinzubeißen, dass wir es geschafft haben, zu Null zu spielen, mit dem nötigen Quäntchen Glück. Wir haben in Stuttgart nach 2 Minuten den Elfmeter bekommen. Und das nehmen wir mit. Und Union wird wieder ein völlig anderes Spiel. Das ist klar, Union hat eine ganz andere Spielanlage als Elversberg heute. Aber natürlich geht man anders nach Hause, wie wenn wir heute ausgeschieden wären. Bitte einmal noch hinten. Jawohl, danke. Timo Müller vom Kicker. Herr Steffen, dann würde ich an die vorletzte Frage gerne nochmal anschließen. Haben Sie denn kurz vor Schluss, als nichts mehr zu sehen war, also ich habe nichts mehr gesehen, haben Sie da einen Elfmeter für Ihre Mannschaft gesehen? Also ganz klar war das ein 100%iger Elfmeter. Nein, ich konnte auch nichts mehr sehen. Ich kann es nicht sagen. Ich hatte das Gefühl, dass der Ball nicht großartig getroffen worden ist, dass Sinan getroffen worden ist vom Torwart. Dann ist es ein Foul, ein Elfmeter. Aber wie gesagt, wenn es in der ersten Halbzeit ein Elfmeter gewesen ist, dann reden wir über zwei Dinge, wo wir einfach keinen Einfluss drauf haben und wo wir einfach sagen müssen, ja, dann ist das so passiert. Das ist im Fußball immer wieder so, dass solche Entscheidungen dann auch manchmal einen Ausschlag geben können in eine Richtung. Oder nicht, wenn Bochum den Elfmeter bekommt und führt 1-0, dann wird es vielleicht ein anderes Spiel. Wir, wie gesagt, machen uns da jetzt keine Gedanken drüber, wie das gewesen ist. Wir haben es verloren, wir haben es toll gemacht, das können wir mitnehmen, aber letztendlich ist es müßig, über einzelne Szenen nachzudenken und zu sagen, okay, da hätten wir vielleicht einen Eckball kriegen können, da einen Elfmeter oder nicht. Ja, es ist so, wie es ist. Irgendwie das Gefühl bleibt einfach, dass wir das verdient gehabt hätten, auch das Spiel zu gewinnen. Wieso die Umstellung auf Dreierkette? Weil der Gegner in der Systematik gespielt hat, in einem 3-4-3 oder eigentlich war es mehr so ein 3-6-1 und das uns sehr schwierig gemacht haben.
Wir wussten, dass das passieren kann, aber wir haben es nicht geschafft, mit den Innenverteidigern vor allem nachzuschieben. Wir haben gefühlt immer in dem Zehnerraum Unterzahl gehabt und dementsprechend wollten wir dann auf ein 3-4-3 gehen, dass die Zuordnungen klarer sind. Und es war dann auch klarer, es war einfacher für uns zu verteidigen. Mit Ball haben wir es leider nicht geschafft, Ruhe reinzubringen und auch spielerische Qualität zu zeigen. Aber das Wichtige war, auch den Schwung von Elversberg rauszunehmen. Denn am Schluss ist die Basis, dass man hinten stabil steht und dass man zu Null spielt. Und das haben wir geschafft. Gibt's noch? Ja. An Herr Steffen, so gefühlt weltmäßig sehr gut gespielt, leider ausgeschieden, aber wieder von Bundesligisten nicht vorgeführt worden. Tore Jakobsen, Kevin Konrad fallen gegen Osnabrück aus. Wie sieht es bei Ihnen im Kopf aus? Es ist schon so, dass wir das wissen und auch während des Spiels schon wussten, wie das dann ausgeht. Aber es geht halt immer um das jetzige Spiel zu gewinnen und dementsprechend weniger in die Vorschau zu gehen auf das nächste Spiel. Jetzt sind natürlich Gedanken da, wie wir das kompensieren können. Die werde ich aber auch erstmal mit dem Trainerteam besprechen, auch mit den Jungs besprechen. Und dann werden wir wieder eine gute Mannschaft aufs Feld bringen. Also ich habe meine Gedanken klar und will dir aber jetzt auch nicht großartig kundtun. An beide noch. Siegtorschütze 36,5. Zweitbeste Chance im Spiel. Kevin Coffey mit 36,25. Sind das Exoten? Gibt es das irgendwie? Kann man das erklären, dass das noch so funktioniert in dem Alter? Haben die Glück? Wie alt ist Karim Benzema, der den Ballon d'Or gewonnen hat? 34. Ja, also, Modric 37, aber die Fälle sind schon selten. Ja, das stimmt. Also ich muss gestehen, ich bin es, also wenn ich zuerst antworte, ich bin es bisher eher gewohnt gewesen, mit deutlich jüngeren Teams zu arbeiten. Jetzt habe ich im Moment gerade die Freude, mit einem älteren Team zu arbeiten, aber am Schluss ist es mir egal. Heute war es Toto Lucia, der den Ball über die Linie gedrückt hat. Wenn es ein 18-Jähriger gewesen wäre, den haben wir leider nicht, dann wäre es auch schön gewesen, aber... Ja, ich finde, das ist schon was Besonderes, mit 36 noch so fit zu sein, wie die beiden genannten. Haben sie gut gemacht, haben sich irgendwie ganz gut fit gehalten und möglicherweise auch wenige Verletzungen gehabt in ihrer Zeit. Ich kann es nicht sagen. Bei Vino weiß ich, dass er bei uns halt ganz, ganz selten irgendwie angeschlagen war, verletzt war. Hatte mal eine Phase in der Sommervorbereitung in der letzten Saison, wo ihm doch, wo er längere Zeit Schwierigkeiten hatte. Aber ansonsten wüsste ich nicht, dass er ganz viel verletzt war. Und das trägt sicherlich dazu bei, dass du auch dann im Alter noch ein bisschen leistungsfähiger bist. Aber wie gesagt, manchmal weißt du auch keine Begründung dafür. Also es ist erstmal schön, dass die Jungs das so abliefern können. Und wenn sie einfach noch Lust haben zu spielen und zeigen es auf dem Feld und verbreiten Freude mit ihrer Spielweise, ist das doch toll, auch mit 36. Gibt es noch Fragen? Nein, das sieht aus, als wären jetzt alle Fragen beantwortet. Ja, dann danke ich Ihnen allen, danke den beiden Trainern, an unsere Gäste natürlich, viel Erfolg im Ligabetrieb dann jetzt wieder. Kommen Sie gut zurück nach Bochum. Dankeschön. Bleiben Sie alle gesund und bis dann. Tschüss.